Oh, so MC. Gut, Q&A Nummer X. Ich weiß es nicht, das interessiert mich nicht. Wurscht, wir steigen gleich ein. Lightning Round? Lightning Round, pass auf. Yes, Dad. Na, aber es gibt tatsächlich ein paar Fragen. Später könnten wir tatsächlich eine Lightning Round machen. Gute Idee. Erinnere mich dann nachher. Du weißt zwar nicht wann, als wurscht. Und zwar, die liebe Paula von Blessed with a Curse fragt, wie denkt ihr, hat sich die Wahrnehmung von Musikern im Zusammenhang mit Corona verändert? Weißt du, also quasi wie man Musiker wahrnimmt. Ja, weißt du, was das Traurige ist? Werden die jetzt mehr wertgeschätzt? Ich glaube, es ist der generellen Bevölkerung Haselnuss. Haselnuss? Ich glaube, es hat sich es, sagen wir so, it's Haselnut. Allgemein, ja, Haselnut. Musikbegeisterte Leute wissen jetzt sicherlich Musiker mehr zu schätzen. Sagst du das? Sorry. Aber ich denke, dass der Durchschnittsmensch, der nicht sonderbar musikbegeistert ist und seine Musik bezieht über Ö3 und Krone-Hit, die werden nicht wirklich jetzt sich denken, ma, die Musiker verdienen jetzt weniger, weil die hören in der Regel keine Musiker, da die schon finanziell sonderbar betroffen sind. Das denke ich. Da habe ich schon ein paar, also eh ziemlich das gesamte Spektrum durchgehört von eben, ja, im Prinzip wäre es mir wurscht, wenn es das alles nicht mehr gäbe. Wirklich so, nein, super radikal nämlich. Ja, aber bis hin zu, ja, jetzt geht es mir gerade noch mehr ab. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt, so wie es klingt, ich bin auf dem Spektrum drauf, komplett, weil... Ich persönlich auch, verstehe mich nicht falsch. Nein, aber sogar schon so weit. Bluesrock interessiert mich, ist mir ziemlich hasslos. Ja. Ich habe das Gefühl, das Wort wird sich jetzt durchziehen. Und vorige Woche stehe ich bei einer Straßenbahnstation und warte halt auf die BIM und da steht wirklich so ein Straßenmusiker-Dude halt mit einer Fender und einer kleinen Combo und spielt halt so Bluesrock-Mucke. Ja? Und ich nehme meine Stoppeln raus und horch dem einmal zu und bin wirklich mehrere Straßenbahnen sind mir dann weggefahren, bin ich einfach dort geblieben und habe mir gedacht, nein, ich war jetzt nicht ja. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist gerade so super interessant und angenehm, dem zuzuschauen, obwohl mich seine Musik komplett nicht interessiert. Aber es ist schon... Es ist Live-Musik. Ja, voll. Und das dafür ein Substitut zu finden, ist schwierig. Also ich habe ihn im Moment echt... Ich habe ihm gesagt, wie geil ich das ich gerade finde und habe ihm Kohle da lassen. Mhm. Ja. Denk mal, Mann, ey. Na, also ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich schaue mir von allen möglichen Musikern, Livestreams, Twitch und die Konzerte, die sie jetzt irgendwie digital nachmachen oder auf die Beine stellen, schaue ich mir gern an. Ich bin auch jemand, den das irgendwie trifft, dass es gerade nicht geht oder gibt. Weißt du, was die nächste Frage ist? Keine Ahnung. Es passt super, pass auf. Ja. Auch die Paula. Glaubt ihr, haben Livestreams, wie sie aktuell funktionieren, auch Potenzial für die Zukunft oder wird sich das Thema widerlegen, sobald Konzerte wieder erlaubt sind? Also spricht da wirklich von Konzert-Livestreams. Ja. Also Code Orange haben wir jetzt eins gemacht. Ja, also nicht nur Code Orange, da gibt es immer mehr. Ja. Warte, Scooter? Ja, voll. Das habe ich mir sogar teilweise mit der Paula angeschaut. Ja, voll, ja, das war so weird. Ja, voll, irgendwie. Also, ja. Das war so weird. Ich muss nur sagen, für bestimmte Sachen würde ich das schon auch weiter so machen, wenn es im Angebot gibt. Ich wäre sogar bereit, einen kleinen Preis dafür zu zahlen. Wie eine Entry-Fee. Genau, bei Bands, wo ich weiß,
das interessiert mich nicht genug, um hinzugehen, weil die Eintrittskarte einfach zu teuer ist, für wie sehr ich diese Musik mag. Aber ich würde mir das gerne mal anschauen, einfach weil ich es interessant finde. Oder wenn ich es nicht hinschaffe oder so. Oder wenn ich es nicht hinschaffe, genau. Ja. Da wäre ich schon absolut dabei. Auch da würde ich wieder generalisieren und denke mal, dass das grobe Sentiment des nicht besonders musikbegeisterten Menschen. Ja, aber um die geht es nicht. Die schauen ja nicht mal in unseren Podcast. Ja, okay, ja. Super. Ja. Also die können wir. Mich würde es freuen. Ich habe zum Beispiel was ich sehr cool fand, was ich mir auch ganz angeschaut habe. Trivium haben unlängst ein neues Album rausgebracht. Mhm. Matt Heafy, der Frontman, ist ein sehr guter und sehr aktiver Twitch-Streamer. Der hat am Release-Tag das ganze Album gespielt. Gitarre, Backing-Tracks, singen. Mhm. Also er hat Gitarre gespielt, gesungen, ja. Ganze Konzert, Front to Back, geil. Am Release-Day. Habe ich mir angeschaut, finde ich ultra geile Aktion. Mhm. Weil das ist ein cooles Konzert, es hat nichts gekostet. Ja. Schauen wir das gerne an. Skywalker haben ein Proberaumkonzert gespielt. Skywalker, das war auch super, der Ton aus dem Proberaum, also der Tontechniker war ein Held. Wizard. Ja. Das war cool. Wie das mit dem Distancing in diesem Proberaum geklappt hat. Ich weiß nicht, vielleicht leben die alle in den gleichen Hitten. Das ist natürlich möglich. Dass wir, ich meine, ich habe keine Ahnung, aber so habe ich mir jetzt vielleicht gedacht. Ja, also. Ja, möglich. Nein, aber das war auch toll. Also ich würde es sehr feiern. Das ist zahlen dafür. Ich würde auch was, wenn es eben, vielleicht nicht gerade Scooter, aber in diesem Ausmaß, aber weißt du, das war wirklich mit Lichtshow, mit Pyro, mit, also wie es halt auf, von einer wie's Bühne, halt eh so ist, von einer Bühne irgendwo hingenommen, Kameras drauf. Wenn das eine Band machen würde, die mich interessiert, wäre ich bereit, einen kleinen Preis zu zahlen. Spielt mir ein, sie haben sogar was so Publikumsneues dazu gemischt irgendwie. Naja, ist mir nicht aufgefallen. Es war nämlich sehr, sehr komisch bei dem Maria, Maria, I like it loud, kein Publikum zu haben. Das okay. war sehr... Nein, dann riecht das Bullshit. Nochmal die Paula. Was wünscht ihr euch, dass die Leute aus der Situation mitnehmen für zukünftige lokale Bands und Shows? Geht's hin? Dass man das umso mehr feiert, dass man sowas hat. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Es sind sehr viele Leute, die das aus Leidenschaft machen. Voll. Und nicht, weil sie jetzt sonderbar gut dran verdienen oder reich werden oder weiß ich was. Leute, die, wenn das wegfällt, absolut keine Mittel mehr haben. Voll. Also ich hoffe, dass Leute das mehr schätzen. Und natürlich auch, das wollte ich eigentlich zur vorigen Frage noch sagen, der soziale Aspekt von so einem Konzert gehen ist natürlich auch wichtig. Also ich freue mich immer, wenn ich bei einem Konzert bin. Gathering. Und viele Leute sehe, die ich sonst vielleicht nicht so regelmäßig sehe oder gar nicht sehe, weil ich jetzt nicht irgendwie diese Beziehung zu der Person habe. Mhm. Aber trotzdem freue ich mich darüber, sie bei einem Konzert zu sehen und 15, 30 Minuten zu plaudern. Lange nicht gesehen, wie geht's damit? Voll. Das, ja, ich feiere das sehr und das wird mir auf Dauer, das geht mir jetzt auch schon ab, aber auf Dauer wird mir das schon sehr fehlen. Plus, da bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen pseudo-esoterisch, aber einfach das, was passiert beim Konzert, dass es dann auf einmal zwischen den Leuten ist und den Raum füllt und diese, keine Ahnung, diese Gleichheit und diese Kameradschaft. Und ich habe schon so viel tolle Momente erlebt, wo Publikum zweite Stimme übernimmt und die Band es nicht packt, weil das noch nicht passiert ist oder halt selten passiert oder sowas. Ja. Oder einfach wenn man irgendwie sieht, dass einer umfällt, dass man aufhebt und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und den du nicht kennst vor allem. Ja, voll. Einfach so kleine Sachen, die eben nur passieren können, wenn dort like-minded people irgendwie zusammenkommen. Voll. Das ist natürlich was Schönes dran und ich hoffe, dass das auch weiter bleibt und das ist auch ein Grund, um zu einem Konzert zu gehen, finde ich. Es macht emotional mehr her, wenn man die Musik spüren kann, wenn man eine Kickdrum im Bauch spürt. Allein Lautstärke ist faszinierend. Ja, voll. Und so laut kann ich daheim nicht aufdrehen. Also. kannst. Einmal. Voll.
Dann noch einmal die Paula. Was haltet ihr davon, dass aktuell viele und auch große Radiosender österreichische Künstler spielen und das vorher nicht so in den Vordergrund gestellt haben? Gut, dass sie es jetzt machen. Wehe, sie hören auf damit. Wehe, weil wir wissen, wer sie sind. Ja. Nein, es ist, ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt nicht, welche Radiosender jetzt mehr spielen, aber ich höre nie Radio. Also 88.6 macht sehr viel mehr lokale Musik. Dann trotzdem noch lokale Großacts, wenn man so sagen kann. Zum Beispiel, fällt mir ein? Seil und Speer. Also, Simon. Zum Beispiel Simon, ja. Aber wenn wir dann schon etwas kleiner gehen, zum Beispiel Panda, hat jetzt nicht sonderbar viel mehr Airplay. Ich habe sie gefragt. Ja. Ich habe unlängst mit ihr geschrieben. Es geht, also der Trickle-Down-Effekt ist noch nicht bei den wirklich kleineren Künstlern angekommen. Ja. So gar nicht bei Künstlern, die schon mal auf der nationalen Ebene waren. FM4 hat dieses House of Pain. Die machen es aber generell. Die haben das vorher auch schon gemacht. Also ja. Das wäre eben mein nächster Punkt. Ja. Ich finde es irgendwo ein bisschen fragwürdig, dass es jetzt so eine Krise gebraucht hat, bis die Radiosender drauf so. Vielleicht sollten wir. Die können wir ja unterstützen. Die sind jetzt aber so warum scheiße. Unterstützt man die nicht immer? Ja. Denke ich mir halt. Ich hoffe, also ich finde es gut, diese Entwicklung. Ich wünsche mir, dass sie das auch weiterhin so machen. Ich denke, du stimmst mir dazu. Definitiv. Was hast du gesagt? Die Michelle Abbott, so wie sie heißt, ihres Zeichens, ich tue sie zu den Szenefotografen dazu. Ja. Ja, und künstlerisch vielseitig versierte Dame, sehr beeindruckend. Wie wird die Corona-Krise die lokale Szene beeinflussen, aus deiner Sicht? Peter. Das ist eine sehr vielfältige Frage. Mhm. One minute. Condense it. Think fast. Naja, also ich kann einfach nicht einschätzen, ob es dazu führt, dass wenn man wieder auf Lokalshows gehen kann, dann glaube ich, sieht man einen großen Influx an Leuten, weil alle wieder mal kommen, weil man jetzt lange nichts gesehen hat. Mhm. Aber es werden nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können. Genau. Und die Frage ist halt, wie lange dieser Aufschwung, jetzt können wir endlich wieder, wie lange das hält und zu welchem Niveau das zurückgeht, das kann ich einfach nicht sagen. Und ob das ausreichend ist, dass es Clubs und Veranstalter und Personen über diese Depression hinwegtragen kann. Ja. Bist du auch der Meinung, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten für lokale Bands gibt, weil die am ehesten schnell wieder spielen können, sind die Bands, die schon hier sind. Genau. Internationale Acts werden viel, viel länger brauchen, bis sie herkommen, weil teilweise dürfen sie nicht herkommen, teilweise können sie nicht herkommen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten für lokale Bands. Also ich denke, dass das in der Hinsicht nach der Corona-Krise definitiv lokale Bands einen Aufschwung sehen können, in wie viele Leute bei Shows sind, wie viel sie spielen können, was für Gigs sie angeboten bekommen. Ja. Vielleicht ist auch der Vorteil, weil es, also ich gehe mal von dem aus, es wird Zugangsbeschränkungen geben, dass man dann auch quasi mehr Gigs spielen kann, also öfters. Ja, mehr kleinere. Weil dann vielleicht mehr Leute kommen. Also ihr habt es letzten Monat gespielt und spielt es wieder. Okay, aber dann kommen halt alle, die das letzte Mal nicht da waren oder so. Ja. Na, das auf jeden Fall. Vielleicht. Was ich halt nicht weiß, und ich könnte mir vorstellen, dass das, sobald internationale Acts wieder touren können, dass dann die lokale Szene komplett vergessen wird, weil dann jeder nur noch die internationalen Acts rennen wird. Dass das abwechselt. Ja. Ah, ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. Ich denke, es wird sich irgendwann wieder einschwingen auf einem ähnlichen Niveau, wie es vorher war. Ich denke mir eher... Ich hoffe, dass das so viel wie möglich an Infrastruktur bleibt. Ja, das ist die größte Gefahr, dass Lokale oder Venues halt nicht wieder aufsperren können. Hm. Die Michelle fragt noch, was wir von einer Online-Lösung von
Konzertstreamings halten. Das haben wir vorher schon beantwortet. Ja, cool. Aber ich habe mir gedacht, ich tue da jede Frage dazu, die gefragt wurde. Ich finde es ich sehr interessant, dass eine Gaming-Plattform wie Twitch das ermöglicht. Missbraucht wird. Erweitert wird. Ja, das ist ein besseres Wort, ja. Also, danke. Dass die dafür verwendet wird und selber auch voll in Ordnung damit ist, das zu machen. Es gibt viele Drummer, viele Gitarristen, die auf Twitch sehr cool streamen. Voll. Zwar immer in einem Einzelsetup, aber ja, es wird sicherlich immer mehr Möglichkeiten geben, das auch in einem Band-Setup zu machen. Natürlich ist da die Infrastruktur an Bandseite schwieriger. Man braucht mehrere Kameras, einen Live-Switcher, idealerweise einen Regisseur, der das drückt live. Voll. Terror. Aber es geht, es ist nicht so unmöglich. Nicht mehr so abwegig. Voll. Ich bin voll dafür. Also. Ja, und bezahlt auch. Da hätte ich schon was sprechen dafür. Ja. Absolut. Oh, ja. Der Thomas Fernes von Call of Mothership und Damn fragt. Aber ja, bevor der hat wir sehr, müssen sehr coole Videos. Ja, wir müssen unbedingt coole sagen, Videos. Bomben-Covers. Ja. Ja. Und er ist amazing. Nichts Playback, live gespielt. Ja. Natürlich. Equally amazing. fragt an den Jörg, welche Übungspraktiken hast du für Bass und Gitarre, wenn es um Gig-Vorbereitung geht? Viel mit der Angst im Nacken üben. das Ziel so hoch wie möglich setzen, um alle out zu performen, was aber eh nicht funktioniert. Gerade vor einem Gig so richtig reinüben, regelmäßig schauen, dass ich jeden Tag das Set ein, zwei Mal spiele und die Musik auch, also die Setlist mir zusammenstelle und am Weg in die Arbeit führe und wieder heim. Also, dass ich die wirklich so am Tag 3 bis 5 Mal ist schon hart viel, aber 3 Mal geht sich aus, wenn du in die Arbeit fährst, wenn du heimfährst und dann beim Spielen nochmal. Mhm. Ja, ja und halt trotzdem kritisch bleiben und nicht so, ja, passt schon. Ja. Ah, der Part war jetzt ein bisschen hoppala, scheiße. Ja. Merken, isolieren, repetieren. Perfection. Peter? Ja? Was spricht dich an, also der Thomas fragt, was spricht dich an Playthroughs an? Was sollten Playthroughs haben, damit du sie dir anschauen würdest? ich meine, da bin ich halt ein Snob, dass ich eine gewisse Kameraqualität schon voraussetze. Okay. Qualitäten meinst du, dass das Bild halt dann auch dementsprechend ausschaut? Oder muss es so Multicam? Nein, es ist voll okay, wenn es eine gute Kamera ist, mit einem halbwegs okayen Licht. Also es muss nicht einmal ein Studiolicht sein, man kann auch einfach eine Tischlampe hinstellen oder einfach einen Raum. Sich zum Fenster setzen. Ja, oder sich zum Fenster setzen. Zur richtigen Zeit. Ja, Sonne ist das beste Licht. Nein, also man sollte einfach, am besten gesagt, man sollte gut erkennen können, was passiert. Und das geht halt unter den besten Lichtverhältnissen am besten, weil alle Handykameras, die wir haben, sind voll in der Lage, um ein schönes Bild aufzunehmen, genau. Das gut genug ist, dass man sagen kann, hey, ich erkenne alles. Natürlich alles darüber hinaus ist geil. Wertet es auf und macht es schon so, dass ich es mir lieber anschaue. Wenn ich sage, da hat sich jemand Gedanken gemacht, hat seinen Sessel so hingesetzt, also im Hintergrund noch muss ein paar man, Pflanzen. Muss man hat. Hinten den und Bildschirm sehen, dass gerade was getrackt wird auch? Ist das... Ich weiß nicht. Ist das ausschlaggebend für dich? Nein, aber das ist vielleicht, weil es für mich nicht so relevant ist, ob es jetzt live getrackt live ist oder nicht. Ja, ja. Ich verstehe, dass... ja, es ist cooler, weil es... mehr Skill zeigt, denke ich mal. Mhm. Aber es ist immer die Frage, was will man mit dem Playthrough erreichen und was will man zeigen? Will man zeigen, schau, ich kann das spielen, oder will man einfach zeigen, wie es gespielt werden soll oder gehört? In letzterem Fall, Playback voll okay. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit finde ich Playthroughs cool, wo
der Dude oder die Lady halt da sitzt und das Ding einmal spielt und dann seziert und sagt, okay, da war der Part, der ist so und jetzt zeige ich mal auf Harvard und ich wollte das tricky. Ich wollte nämlich gerade ein Beispiel bringen von jemandem, wo die Kamera jetzt nicht so arg ist und alles, die Musik ist sehr arg, aber Tim Hansen von Polyphia. Von den Hansen Brothers. Ja. Ja. hat ein sehr, sehr basic Setup. Er dreht sich mit seinem Bürosessel um. Hinter ihm steht ein Stativ mit einer Kamera. Manches Mal hat er einen zweiten Winkel, wo man Griffbretter ein bisschen besser sieht. Hm. Nicht immer. Aber er bringt nach einem kurzen Playthrough, bringt er eine Woche später ein Video raus, wo er in für mich ein Tempo, was überhaupt nicht okay ist. Ja, und dann spiele ich so. Ja, also er spielt ja auch cool, komplexe Sachen. Aber er bringt einfach direkt danach zum Playthrough noch einmal ein Tutorial raus. Ja, es gibt ein Follow-up und du kommst zurück. Voll, aber das wäre cool, das gibt es noch nicht so oft. Und ich denke mal, Leute, die sich ein Playthrough anschauen, wollen ja wissen, wie man es spielt. Die schauen sich nicht an, weil die Musik so, also weil sie nur den Song hören wollen. Schaut ja, weil die Musik so laut ist. Nein, weil sie nur den Song hören wollen, weil dann kann man sich auch einfach auf Spotify aufdrehen oder das Musikvideo oder whatever. Mhm. Leute schauen sich Playthroughs an, das sind Leute, die wissen wollen, wie man es spielt. Ja, und warum nicht dann einfach, wie du sagst, einfach nachdem man es getrackt hat oder gespielt hat, 5 Minuten mehr Zeit nehmen und sagen, okay, Riff 1 ist das. Diese Folge, Riff 2 ist so und da habe ich mir das überlegen müssen. Mhm. Das wäre cool. Dann ist es, wenn das alles drin ist, ist es optisch für mich nicht einmal so wichtig. Ja. Natürlich, je geiler es ist und mit mehreren Winkel und so. Ja, aber das lenkt mich dann oft ab. Gerade wenn es eh nur Gitarrist oder Bassist ist, dass der da 5 Cams stehen hat und das alles. Ja. Bei Schlagzeugern ist wichtig, weil du siehst oft nicht, auf was der alles wie dazu haut. Ja. In der Hinsicht. Aber Gitarrist kommt ganz gut mit 2 aus. Ja. Sag ich. Ja. Eine Band, die auch sehr arge Musik macht, das war jetzt so gerade auf der Grenze zwischen Playthrough und tatsächliches Performance-Video, was mich gestört hat: Dirty Loops, mit dem letzten Video, was sie rausgebracht haben. Da ist die Kamera konstant in Bewegung und ich erkenne nichts, was passiert. Ah, ist ja. Und es ist so eine komplexe Musik. Es passiert so viel am Schlagzeug, am Bass, auf Keys, Stimme. Es passiert so viel und trotzdem ist die Kamera immer so, wie viel Kamerabewegung willst du? Ja. All of it. Genau. Du die Kamera auf den Schnürl das hat mich ein bisschen gestört. Also wenn man schon Mühe macht und versucht, Production Value reinzugeben, versuche einen guten Mittelweg zu finden zwischen 1, 2, vielleicht 3 Winkel. Steck die Zeit eher in ein cooles Backdrop oder Hintergrund, Product Placement oder einfach wie bei Set Building. Ja. Form. Lange nicht. Gute Antwort. Daher Rough Jury. Yes. Ja, besten es. Fragen. Nein, wir haben keinen Favoriten in Sachen Fragen. Außer den Herrn. Na gut, er spielt im Übrigen bei Prellkirchen und Kaltweiß. Jackson Warrior. Sollen Konzerte à la Autokino jetzt a thing werden? Ich lese natürlich genauso vor, wie er es geschrieben hat. Siehe Deutschrap minus dem Automoshpit natürlich. Ich wäre pro Automoshpit. Wenn, dann musst du committen. Also wenn ich zurückdenke... Kaufst dir eine billige Reiben. Wenn ich zurückdenke an die glorreichen Spät-90er, wo es Destruction Derby auf der PlayStation 1 gegeben hat. Das wäre für mich ein Automoshpit. Das wäre geil. Wie gesagt, der Circle Pit ist ideal dafür. Ja. Hast du gewusst, dass es so etwas gibt wie Figure 8 Racing? Ja. Ja? Das für alle, die nicht wissen, was ist, stellt sich vor, also NASCAR kennen wir vielleicht, aber die fahren nach links von ihm, oder? Ja. Ja? Stellt sich vor, kein Kreis, sondern die fahren einen Achter und die Kreuzung ist tatsächlich eine Kreuzung, ist nicht ein unten durch und da und oben drüber. Nein. Google it. Es ist unheimlich lustig und unheimlich deppert. Ich weiß nicht, ich finde, Autokino für Musik ist eine Zwischenlösung. Aber ich habe gesehen, irgendeine
da hat es ein Clubbing gegeben letztes Wochenende. Ich glaube, in Deutschland war das. Da sind tatsächlich die Leute mit dem Auto hin und haben sich hingestellt und jeder war halt drinnen und dann ist die Musik über, ich weiß nicht, irgendwie Radio. Ja, dann waren alle im Auto. Aber du hast gesehen, da sind andere Leute auch noch. Ja, und ja. Dann hat es dann angesagt, das Hubkonzert gegeben und alles. Und okay. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht lieber eine Ringrunde in mein Auto mit meiner Musik mache. Ja, ja, aber du fährst ja hin, weil du diese Art der Musik halt hören magst. Wenn du nicht auf Clubmusik stehst, wirst du nicht Eintritt zahlen und dahin fahren. Ist schon klar. Aber diese Clubmusik gibt es vermutlich auch auf Spotify. Ja, voll. Aber das ist so, keine Ahnung, das ist so wie Silent Disco. Da hat auch jeder seinen Kopfhörer, aber alle hören das Gleiche und du bist trotzdem irgendwie isoliert, aber trotzdem irgendwie... Ich feiere es voll, weil es eine kreative Lösung ist für ein Problem, was es jetzt gibt. Yeah. Ich glaube nicht, dass es noch lang da sein wird. Weil sobald Leute wieder in irgendeinen Club rein können, wird das bevorzugt werden. True story. Warum ist Corona gut für Bands? Klammer auf, Zeit zum neuen Musik schreiben und die Möglichkeit, eine Internetpräsenz, Internetbond über Twitch-Accounts zu generieren, wo der Sänger Ego-Shooter, der Gitarrist ein Playthrough von einem Song oder Matt Heafy Akustik-Covers macht, sind keine Antwortmöglichkeiten. Sprich, all das, was wir bis jetzt gesagt haben, wird negiert für ihn. Wir müssen extra für diesen Herrn andere Gründe finden. Für manche Bands ist es wahrscheinlich gut, weil sie dann Zeit zum Üben haben. There I said it. Für manche andere Bands ist es vielleicht gut, weil sie sich auflösen. Wenn sie mal kurz behirnen und so, macht das eigentlich Sinn? Ja. Sagt nur, wow, das sind harte Antworten. Bist du deppert? Ich höre schon Beschwerdebriefe. Anzeige ist raus. Ich hoffe auf eine Anzeige jetzt. Na, sicher gibt es Möglichkeiten. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendeine Band auf etwas drauf, was noch keine andere gemacht hat. Also kein Twitch-Stream. Sprich eben aus der Entschleunigung heraus, dass man mal drüber sinniert. Wollen wir nicht eigentlich komplett was anderes machen? Quasi? Ja. Ja. Oder orientieren wir uns um? Eigentlich sind wir nicht mehr happy mit unserem Konzept. Ja. Dass du das als potenziellen Neubeginn siehst. Ja, einfach Zeit zum Reflektieren. Genau. Gezwungenermaßen, aber... Ja, voll. Sowas. Ich hoffe, diese Antwort wird akzeptiert. Nein, vermutlich nicht. Du kennst ein Niveau. Das, ja. Was passiert mit Musikern, die auf die oder von der Bühne spucken? Shoot on sight. Na, Scherz. Also, eigentlich ist es nicht so leiwand, wenn man eine Band ist noch recht am Anfang und du kommst auf die Bühne und siehst überall den Schlatz immer. Also von der Bühne ist einmal überhaupt ein No-Go, weil du kannst nicht auf die Leute schlatzen, die gerade Kohle zahlt haben, dass sie dich sehen. Das ist sehr disrespectful gegenüber deinem Publikum. Hm. So... I don't know, ich bin generell kein Fan von irgendwelchen Leuten, die irgendwo hinschlatzen oder schneizen. Deswegen ist es ein Nisch. bitte nicht spucken. Boom, das ist lang. Wie lange müsste Corona-Gate andauern, dass heimische Bands davon profitieren, vor allem in Österreich? Kann sowas überhaupt passieren? Gibt es ein realistisches Szenario, wo der Vibe Room wieder aufsperrt, aber nur halb so viele internationale Bands nach Österreich touren? Ja, also irgendwie selber hat er eh schon die Antwort gegeben. Ich glaube, es gibt definitiv... Danke. Nein, irgendwie... Also ich glaube schon, es gibt definitiv Möglichkeiten für lokale Bands zu profitieren, eben weil internationale Bands länger warten müssen und die lokalen Bands früher spielen können. Mhm. Mehr. Und mehr. Abhängig natürlich von Venues wie der Vibe Room, wenn die aufsperren können. Ich glaube, sie können aufsperren. Die Frage ist, wann? Juni 2020, Juli 2020, who knows? Ich denke, Voraussetzung ist natürlich weitere Auflagen mit wie viel Leute rein dürfen in
in einigen Staaten in Amerika, zwar meiner Meinung nach viel zu früh, aber haben sie Venues wieder aufgesperrt, mit zum Beispiel die Auflage, wenn deine Normalkapazität 100 Leute ist, darfst du jetzt 25 reingeben. Also okay. Es gibt einige Staaten, die eine 25% Kapazitätsreduktion. Also zahlt sich dann überhaupt aus, dass man aufmacht? Das ist die Frage. Ich meine, ja, das aber dass man zum Beispiel ein bisschen Income ist besser als, ich wollte gerade sagen, gar keiner. Wenn du wieder sind 25 zahlende Gäste nicht besser wie 0, wenn du normalerweise 100 hast? Ja, aber wenn du aufmachst, sind deine Betriebskosten gleich höher. Du verbrauchst Strom, du musst dann wieder Leute bezahlen, die auf klar. einmal kommen. Ja, klar. Ich meine, natürlich ist geil, dass du wieder Leute bezahlst, die dann kommen. Ja, ja. Weil Arbeitsplätze und Kohle, das ist immer geil. Ja, aber aus Unternehmersicht ist halt dann die Frage so, naja, wenn ich nicht ganz aufmachen kann, dann mache ich gar nicht auf, dann scheiße ich drauf. Ja. Das muss jeder Unternehmer für sich entscheiden natürlich. Das ist ja richtig. Unsere Meinung ist ja gesagt. Ja, ja, ich denke, dass es schon Möglichkeiten gibt und ich denke, in Österreich wurde früh genug reagiert, dass hier vermutlich die lokalen Venues, wo lokale Bands spielen, früher aufsperren können, als dass internationale Bands touren können. Und somit gibt es definitiv Möglichkeiten für Lokalbands. Ein Head Start. Ja, sozusagen. Jetzt könnte man die Lightning Round machen, wenn es kommen. Hoppla. Okay. Jetzt kann ich fragen. Was ist die ideale Anzahl an BPM und warum? An alle ist keine Antwort. 69. Sehr urlangsam. Bist du deppert? Das ist schon sehr gemütlich. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen, okay. Wenn ich nicht alle sagen darf, und 666 ein bisschen gar schnell ist. Das ist schon sehr schnell. 420 ist auch noch schnell. Ja, abgesehen davon bin ich nicht so der 420-Fan. Definitiv nicht. ja, ich weiß nicht, ich finde so 125 finde ich ganz cool, das bounced ein bisschen. Ja. Ja, das ist nice. Damit kann ich leben. Okay, na, es ist eigentlich gar nicht so die Lightning-Round-Frage. Waren diese recent UFO-Videos bestätigt von NASA, bla bla bla, wirklich legit? Also die Videos sind schon legit, die sind 1:1 so aus dem Flugzeug. Ja, voll. Aber sind bereits ordnungsgemäß debunked. Als keine UFOs. Ja. Aber also, was, halt, was heißt ja, UFO? Es ist nach wie vor ein fliegendes Objekt, was sie nicht korrekt nicht identifiziert haben. Das ist absolut passiert. Ich glaube, die Frage ist, waren es Aliens? Es waren keine Aliens. Nein. Hast du kurz daran geglaubt, dass es jetzt endlich Alien-UFO? Ich habe bei den drei Videos, die veröffentlicht wurden, nachdem übrigens die New York Times sie schon vor 2 Jahren veröffentlicht hat, was irgendwie untergegangen ist, okay. Jetzt wurden sie halt declassified. Mhm. Natürlich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, so, okay, das ist... Naja. Was ist es, wenn die US Air Force es nicht einmal weiß und jetzt raushaut so auf, wisst ihr es? Ja, klar, gibt es einen Moment des Zweifels, aber... Ja, aber da stehen bei mir so gerne ich es natürlich hätte, weil da... Aber es steht bei mir so Alien-UFO immer als ganz letztes. Ja, da passiert erst zuerst alles andere. Zuerst ist immer, okay, the Russians, definitiv. Nein, vielleicht gar nicht das, aber wenn irgendwie die Air Force daherfliegt und irgendwas sie das nicht kennen, dann ist es mal vielleicht DARPA, ja? sowas. Nein, es wurde schon das war nicht einmal so ein arger Deep Dive, um das zu finden, aber... Es gibt schöne Videos mit plausiblen Erklärungen, für was zu sehen ist. Wo es zum Teil nachgestellt wird, dass es visuell diese Artefakte geben kann oder so aussehen kann. Das ist absolut glaubwürdiger als Aliens. So ein Halo-Effekt ist meistens mit Schärfe. Das war dass dann sich urschnell bewegt, das ist meistens nur der Parallax. Genau, das ist sehr viel Parallax kommt dabei, sehr viel Optik, digital nachschärfen. Ich meine, das wissen wir beide, wenn du den Sharpening Slider in Photoshop und Lightroom, dann kriegen wir jeder Holy, einen weißen Rand. Das war für mich sehr, sehr eindeutig, wie ich das erste Mal gesehen habe.
weil das irgendwelche Wärmequellen sich merchen und halt dann komisch ausschauen wie ein Orb, der sich dreht. Ja, und irgendwo sind diese Kameras, die in solche Flugzeuge verbaut sind, sind natürlich cutting edge zum Moment, wo sie gebaut werden. Zum Teil waren das aber recht alte Videos, recht alte Flugzeuge. Und irgendwann stößt jede Optik an seine Grenzen. Wenn man ein Flugzeug zwar mit einer Wärmebildkamera auf großer Distanz wahrnehmen kann, weil es deutlich wärmer ist wie der Rest vom Himmel. Heißt nicht, dass du das scharf siehst. Genau, ja. Und es ist vielleicht so weit weg, dass es nur wie eine Punktquelle aussieht. Und wenn du dich gerade gleichmäßig dazu bewegst, hast du eben mit einem Parallax ganz sehr, sehr komische ganz Effekte. Ganz crazy Bilder. Richtig, aber... Yeah. I want to believe, aber... Aber ich bin da sehr, sehr, die simpelste und langweiligste Antwort ist meistens die plausible in dem. Ja. Aber ja, for all the aliens out there, please come visit. Bei mir braucht es nicht vorbeischauen, nur bei mir. Was wäre dein Wrestling-Name? Oder unser Wrestling-Name? Also, off the top of my head wären wir aber die Big Boys. Das erinnert mich an den absolut legendären Team, die Dudley Boys. Waren das die immer so deppert geschaut haben? Ja, die waren immer so in war das die Urban Camo mit Miller und Mülltonnen. Ja, also die amerikanische Trashcan aus Leichtmetall. Ja, ja, for. So einfach. Ja, ziemlich so. Die wären die Big Boys. Big Boy Pete und Big Boy Jay. Sowas. Und du hast schon ein badass Tag-Team. Ja. Ja. Raw oder SmackDown? Raw. Okay. Sorry. Aber ja, Raw. was wäre dein Black-Metal-Name? Auf jeden Fall kann man es nicht lesen. Ich weiß auch nicht genau, was dort steht, aber man kann es nicht genau lesen. Okay. True Boy. Ja, es ist sehr viel die Rätsel. Das O ist es durchgestrichen. Vermutlich. Ja. Ja. So. Sorry. Was wäre die beste Band zusammengestellt aus Videogame-Charakteren und warum? Also, was wäre deine Videogame-Band? Ich gehe mal von dem aus, die Charaktere, das, was du ihnen zuteilst, können sie spielen. Okay. Also man muss jetzt nicht überlegen, welche Charaktere welches Instrument spielen können, sofern es das gibt. Ich will auf jeden Fall den Lars Umlaut von Lars Guitar Umlaut. Hero auf Gitarre haben, weil er einfach unfassbar lustig aussieht. Okay. Plus er kann in-game Gitarre spielen, also Lars Umlaut. Der Brutal Legend Dude. Tatsächlich der Jack Black. Jack Black. Aber ja, voll. Aber halt so, wie er ausschaut in ja, Brutal Legend. Der Lars Umlaut auf Lead, Jack Black, also Brutal Legend. Ach so. Auf Vocals und Rhythm. Geht schon. Aha. Was wäre Solid Snake? An sich sitzt da immer in einem Karton drin. Also am Zeigel. Möglich. Sinnvoll wären irgendwelche Beat'em-up-Charaktere. Ja. An den extra Percussions oder so. Ja, dann sowieso Honda. Weil er Street Fighter 2 Turbo. Ja. Das wäre cool. Wer singt? Es ist kein richtiger Charakter in einem Videospiel, aber ich möchte den Announcer von Doom auf Vocals haben. Wow. And they called him the Doom Slayer. Ja, voll. Das wär super brutal. Da kann sich der ach Gott, wie heißt, ich vergesse alle Namen, der eine ultra brutale Russe. Helft's mir. Alex Terrible. Da war alle gesagt haben, der ist ein Nazi. Ach so, keine Ahnung. Ja, von Slaughter to Prevail. Kann sich da hinten anstellen. Ja,
Dang, das wäre deep. Literally. Hätten wir noch wen? Ich finde, irgendein Pokémon gehört auch dazu. Ist einfach so. Just because, damit, ja, wir das, damit wir das auch hätten. Na, dann sag schon. Welches und was? Gitarre fehlt uns gleich noch, oder? Ich meine, Ditto, weil er halt sich in alles transformieren kann. Ah, okay. Ja. Andererseits wäre Kirby auch cool, weil er jeden fressen kann. Dann kann er das von dem fressen. Halt, also. Ich bin leicht überfordert mit dieser Frage. Es gibt naja, sehr, sehr viele Möglichkeiten. It's too much. Aber der Announcer von Doom Slayer war auf jeden Fall eine gute Idee. Und die Street Fighter Guys. Best International und dann National Metal Release 2020. Best halt gemeint, mit was uns am besten gefallen hat. Trivium. Ja. Noch nicht so lange draußen, aber läuft auf und ab bei mir. Neue Schlagzeuger, sehr gut. Alex Band, glaube ich. Ja. Und es geht also, sagen wir so, ich habe Trivium, wie es gerade neu waren, sehr viel gehört. Dann ein bisschen die letzten Jahre nicht so viel, aber jetzt mit den letzten zwei Alben sind sie wieder sehr, sehr gut in Form. Und es ist eine Band, die über 10 Jahre jetzt enger. Ja, aber sehr, sehr viel unterschiedliche Musik gemacht hat. Okay, voll. Weil die ersten zwei, kann man irgendwo sagen, drei Alben waren sehr Thrash, Metalcore. Ja. Und dann haben sie ein bisschen variierter expanded gespielt. Voll. International, ich weiß nicht, was, die kam jetzt vor ein paar Tagen erst raus. Und zwar also gibt es eine Shoegaze-Prog-Band, die heißt Kardashev. Die haben jetzt eine neue EP rausgebracht, die ist echt super. Also sie haben einen Sänger, der hat, keine Ahnung, teilweise eine Voice wie der Dude von Agent Fresco. Also so richtig, richtig hoch, ja, teilweise so super fragil. Ja? Mhm. Und dann auf der anderen Seite so ultra brutale Lows und schiere Black Metal Screams. Also es ist eine sehr vielseitige Mucke. Ja? Ich muss in der Hinsicht sagen, was auch sehr viel läuft bei mir, ist die neue Single von Veil of Maya. Ja, voll, die ist cool, aber die klingt so wie alles andere in Wahrheit, finde ich. Ja, was eh geil ist, aber das war so, ja, nichts daran ist überraschend, was passiert ist. I don't know, dann ja, höre ich vielleicht die anderen Sachen, die sich auch so anhören, nicht so viel. Ja. Aber nein, trotzdem. Es ist schon eigenständiger Song, aber halt, sie haben halt so ihre Checkliste an Sachen, die sie in jedem Song jetzt durcharbeiten. Und ja, die ist unheimlich fett. Die Misery Signals haben eine neue Single auch. Wer so auf Proggy Melo Hardcore steht, definitiv diese Herren, die es auch schon seit ewig gibt, kann man sich auf jeden Fall geben. Lokal haben wir noch. Lokal Release. Ja, muss ich sagen, We Blame the Empire. Ja. Ja, weil es war nicht sehr viel zum Überlegen. Es ist so viel passiert, aber halt einfach der Aufwand, der da reingegangen ist. Ja, und die Weiterentwicklung. Ich find, genau. Und die Produktion, wie unheimlich fett sie eigentlich ist. Ja. Ist schon großartig. Das passt. Sehr gut gemacht, Burschen. Danke. Most Anticipated International and National Metal Release. Mein Most Anticipated National ist ein neues Brillenkirchen-Album. Und natürlich immer Seek and Destroy. Ja. Ja. Releasen Mountain in 2020 noch? Ja. Darauf warte ich. Glaube ich. Vielleicht. Ich glaube, sie wollen 2020 noch. Mountain auch. Ja, darauf warte ich schon. Aber das sehe ich nicht als Metal an. Das ist so harter Shoegaze. Ja, harter Post-Rock. Das ist schon richtig. Aber ja. Aber ja, weißt du, was du meinst. Und international neue Deftones wären immer geil. Hm. Für mich zumindest. Für dich wären es neue Dream Theater. Na. Nicht? Es ist Dream Theater
Pre-Portnoy-Split, okay, okay, und Post-Portnoy-Split. Ja. Okay, der neue Trivium. Ist gerade draußen. Nein, nochmal, weiter. Mehr Trivium. Ich hoffe, Sleep Token überrascht uns und haut einfach was Neues raus. Das kann gut passieren, dass auf einmal, ja, gerne New Shit, Tür auf, Song reingeschmissen, Tür zu und geht schon wieder weiter produzieren. Ja. Sleep Token. Sonst habe ich ehrlich gesagt nicht so viel, wo ich weiß, dass was passiert. Ein Song, auf den ich gespannt bin, interessanterweise, ist ein Metalcore-Song von Jared Dines mit Howard Jones auf Vocals. Und ich weiß, dass der Jared Dines ein sehr, sehr, sehr großer Killswitch-Fan ist und Buddies ist mit Matt Heafy von Trivium. Mhm. Also das könnte right up my alley sein. Ja, voll. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das wird, wie das sein wird. Er teased, aber er zeigt noch nichts her. Ja. Aber sonstige Releases fallen mir gerade nicht ein. Ich habe nicht irgendwas, wo ich sage... Genau, darauf warte ich jetzt schon 10 Jahre. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn es plötzlich da ist und dann feiere ich es irgendwie mehr. True. Dann haben wir von Weltenbrand eine Anfrage bekommen. Sorry, man, aber ich habe leider vergessen, wie du heißt. Das ist so ein Projekt. Aber die Anfrage kam von der Band. Und ich habe gesagt, wow, der ganze Band will das wissen von uns. Und zwar lustigerweise auf Englisch, aber ja. I like the Big Boy Scene Talk very much. Ja, wir mögen den auch, der ist sehr cool. Are there further episodes coming? Nicht geplant, aber prinzipiell wollen wir das schon wieder aufziehen, sobald die Situation erlaubt. Ich habe eine Liste von Leuten, die ich gerne hier zusammensetzen würde für eine Diskussion. Ja, wir finden es auch ein sehr spannendes Format. Das ist auch der Grund, warum wir es gemacht haben. Haben wir gut abgeschaut. Aber hey, lieber gut abgeschaut als scheiße. Ja, richtig. Dann der Pavel von ehemals Borg. Jetzt spielt er auch bei Elephant Planet. Wo wir auch sagen müssen, wie unfassbar amazing eigentlich die sind, welche was für geile Bass-Playthrough-Videos eigentlich dann. Natürlich auch sehr, sehr in seinem Interesse ist, wie wichtig ist es, eine passende Lichtshow bei Live-Gigs zu haben. Viele Bands denken nicht mal drüber nach, eine Lichttechniker zu haben, obwohl eine passende Lichtshow oft make or break sein kann. Ja, ich stimme den Pavel zu. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das natürlich erreichen kann. Ob jetzt eine eigene Lichtshow durchprogrammiert mit DMX oder du nimmst Hauslicht, aber holst dir einen talentierten Lichttechniker. Ja, oder du mietest dir noch Scheiß dazu. Das geht natürlich auch immer. Wenn das nötige Kleingeld da ist. Ja, also ich finde schon, dass es nichts gegen Haustechniker, die Licht machen. Ja, aber für die ist es unmöglich, dass sie von allen Bands genau, die Songs lernen und das dann mitspielen. Hier und da gibt es extrem talentierte Leute, die wissen, wann ein Breakdown kommt und dann auch wissen, wie sie die das Hauslicht bedienen, dass es cool wirkt. Aber ein Tech, der die Songs lernt und weiß, wie und was. Die taten mir auch im Dunkeln in Wahrheit. Absolut. Vielleicht irgendwelche kryptischen Anweisungen von den Bands. Ja, bei dem Song, das ja, so mehr eine Rot Stimmung. Und mehr das. Ja, wenn das sagen, also soll es romantischer wirken? Oder? I don't know. Ja. Nein, also ich find's auf jeden Fall eine sehr, sehr große Aufwertung. Es gibt zum Glück immer mehr Leute, die Lichttechnik auch quasi anbieten als Service. Yes. Für meiner Meinung nach leistbare Preise. Voll. Wie zum Beispiel den Pavel. Ja, man kann den Pavel selber anschauen. Voll. Nochmal der Pavel. Wegen Darkless klingen die Bassisten urgeil, aber dafür klingen sie auch alle gleich. Good or bad? Ist Darkless ein Segen oder das Autotune für Bass-Sounds? Du als Bassist, was sagst du dazu? Um eine Analogie zum Sport zu machen. Es können alle plötzlich Steroide nehmen. Ja. Es sind dann nicht alle plötzlich der Schwarzenegger. Richtig. Das heißt, du kannst mir ein Darkless-Pedal geben, also ich kann nicht live und Bass spielen. Das wird geil klingen. Ja, die drei Töne, die ich habe. Darkless, das bessere Steroid. Ja, nein, also ich bin... Ja,
Natürlich, mit dem Pedal kommt schon Charakteristik auch, aber ich hab das Pedal in der Zwischenzeit jetzt schon in so vielen verschiedenen Applikationen gesehen. Ja, und es ist auch schon noch, wie du sagst, wie spielt man, wie schaut die Chain aus, was für einen Amp spielst du und so weiter und so fort. Ja, und hey, dein Basssound kann geil sein, wenn der Song scheiße ist, bringt es nichts. Ja, das ist richtig, ja. Beziehungsweise wenn du nicht weißt, wie du den Sound adjustierst zu dem Sound von deiner Band und auf einmal klingt alles nach Bass, ja, du fasst voll drüber über alles, ja, ist auch nicht. Ich find, es ist schon eine einschlägig modernere Klangcharakteristik, aber eine die halt mit einer Consistency kommt, ja. Und wo auch schon das Pedal alleine, es ist super sturdy gebaut und du kannst mit dem Ding alleine kannst schon zum Gig fahren. Ja? Und das macht schon auch wieder praktisch. Ja? Natürlich geht ein bisschen so der Individualismus verloren, wenn alle genau das gleiche Setup haben, aber ich kenne, also allein in meiner nächsten Umgebung sind gleich einmal sicher 7 oder 8 Bassisten, die fast das gleiche Setup haben wie ich. Und wir klingen nicht identisch. Mhm. Ja? Ja. Wie viele Gitarristen kennst du, die einen 5150 spielen? Na, das ist der einzige Amp, den man spielen soll, oder? Ja? Das ist ein Scheiß, der Rest. Danke, Pavel. Hermes von A New Chapter, Anchorage, Call of the Ship. Last of the Story. Der Typ sammelt Bands wie... Ich habe keine Ahnung, sorry. Wie wichtig ist es, eine Storyline in einem Musikvideo zu haben? Macht eine Story ein Musikvideo besser? Na. Nicht unbedingt. Genau. Nicht unbedingt. Ist auch da wie das Dark Glass of Battle. Wenn deine Story reinkramst in das und dann kennt sich keiner aus. Ja. Ja. Und die Leute sind nur verwirrt oder nur damit das hast. Ja. Ich denke mir auch, oft ist ein cooles Performance-Video, was gut überlegt ist, was toll gestaltet ist, mindestens genauso gut wie ein Video mit einer Story und Performance oder ein Video mit nur Story. Try to keep it simple. Es ist alles eine Frage, welches Konzept willst du übermitteln, wenn du einfach ein Konzept hast mit der Song ist hart und es soll irgendeine Partystimmung sein oder einfach abgehen oder so. Ja. Dann ist ein Performance-Video teilweise eine wesentlich bessere Art und Weise, das rüberzubringen, wie du erfindest irgendeine Story dazu. Ja, ist richtig. Vor allem im Prinzip, du machst ja einen Stummfilm. Ja. Und es ist ja unfassbar schwer, damit die Message, die du intendest, damit wirklich zu transportieren, ja? Weil die Leute können nicht viel reden. Ich meine, ja, es gibt Musikvideos, die haben, bevor der Song losgeht, passiert ein bisschen was oder vielleicht wird der Song sogar unterbrochen und dann hast du, aber du bist trotzdem limitiert in dem. Ja, ja, macht schon viel Spaß, Alter, das ist zart. Welche Alben definieren sich durch den Bass-Sound? Ist es wirklich wichtig, einen Bass-Sound zu haben oder reicht die Frequency? Na, aber es ist schon wichtig, einen Bass-Sound zu haben. Nur die Frequenz ist Welche Alben definieren sich das Bass-Sound? Boah. Für mich war Meshuggah immer ganz weit vorne, wie ich das gehört habe. Okay, gut. Das sind die Gitarren, sind so ein Thin Layer auf Eis und tut das den Ocean. Aber ich meine, da kann man da nicht sogar als ganze Band Korn nehmen? Korn? Das Clanky, was man bei Korn irgendwie... Korn, ja, was ich mit Korns Sound identifiziere, ist vom Fieldy und das ist der Bass. Mudvayne auch. Mudvayne, ja. Ja, da ist sehr viel Clankiness. Extinction Level Event, aber die gelten nur, weil sie 3 Bassisten haben. Ja. Na, und ich glaub, gerade im moderneren Metal habe ich das Gefühl, dass die Gitarren, also dass sich das Mischverhältnis immer mehr wie bei Meshuggah verhält. Also die Gitarren sind super dünn, obwohl sie ultra low getuned sind.
und der Bass trägt den Rest. Ja. Also, ja. Hm. Ich habe jetzt da vergessen, was die Frage war. Genau. Ob es wichtig ist, einen Bass-Sound zu haben oder ob die Frequenzen ausreichen. Ja. Im Metal in der Zwischenzeit finde ich schon, dass der Sound und nicht nur die Frequenz selber. Es war vor 15, 20 Jahren sicher anders. Ja. Also du machst irgendwie Hausmusik, da ist egal, da brauchst du nur, dass sich's schiebt dann, ja. Do Amp Sims take over the world oder brauche ich wirklich noch einen realen Amp? Ich habe unlängst vom Nolly gelernt, dass ein Cab-Sim wesentlich wichtiger ist wie ein Amp-Sim. Ein Instrument Response von einem Cab macht viel, viel mehr aus, wenn du es komplett digital machst, wie dein Amp-Sim. Beziehungsweise du kannst mit einem 20-Euro Amp-Sim sehr, sehr guten Cab-Sim besseren Sound erreichen wie einen sehr, sehr teuren Amp-Sim, aber schlechte Instrument Responses für dein Cab. Mhm. Und ich glaube ihn einmal. Ja, ich bin eher ein Verfechter von halt dem Mischkulanz aus Dingen, ja. Was auch immer für dein Projekt und für deine Spielweise halt am allerbesten ist. Oder halt ja, für deine Umstände auch. Halt wenn du halt viel tust, ist es natürlich praktisch, ein kompaktes Setup zu haben und nicht zwei Amps mitzahlen zu müssen, weil du halt die zwei verschiedenen Sounds brauchst oder ja. So. Ja. Es ist cool, dass es mehr Optionen gibt, weil durch mehr Optionen gibt es mehr Durchmischungen und so kommt jeder auf seinen eigenen Sound. Voll. Vielleicht dann kommt da was drauf. Ich ja. Selber habe auch, ich meine, ja, ich spiele über Hermes Amp. Sogar. Nein, 50x50. Habe aber trotzdem in der Chain digitale Elemente auch, ja. Also habe ich weiß trotzdem nicht, für mich ist es nicht so wichtig. Simulation laufen. Für mich ist es nicht so wichtig, wie der Ton erstellt wird. Hauptsache passt zu dem, was es unterstützen soll. Es ist zwar interessant, was die Leute sagen würden. Es ist höchst interessant, ja. aber es ist nicht, es macht es nicht besser oder schlechter. Für mich. Songwriting gegen Guitar Work. Was ist wichtiger, eine einprägsame Melodie oder eine gute rhythmische Basis? Aber mit gute rhythmische Basis jetzt nur bezogen auf Gitarre. Und lassen wir Bass und Drums einmal. Ja. Okay. Ich finde, ich finde, einen guten Gitarristen zeichnet es nicht aus, wenn er Orgel-Soli shredden kann. Ne? Sondern wenn er all das, was er spielt, miteinander implementieren kann. Ne? Ja, also, wenn er weiß, wann Platz ist für Orgel-Shredding und wann genau, Platz ist ja. Für ein minimalistisches oder Solo. Wenn er, keine Ahnung, zwischen den Chords, wo er vielleicht eher also der Gitarrist oder die Gitarristin, eher auf der rhythmischen Seite spielt, vielleicht so melodiöse Übergänge machen kann, ne, um uns in die nächste Tonart hineinzuleiten. Das finde ich ganz besonders cool. Ja. Quasi wenn so ein bisschen von beiden da ist. Ja. Aber prinzipiell sage ich immer, halt ein guter, super solider, vor allem konsistenter, jetzt mal so schwer, Rhythmusgitarrist, obsiegt bei mir. Ja. Okay. Weil du unterstützt ja auch einen Solisten damit, in Wahrheit. Ja. Ja. Und du machst Groundwork. Ja. Vielleicht nicht ganz eine Antwort auf die Frage, aber ich bin immer der Meinung, es ist Virtuosität ist untergeschickt an Unterstützung des Songs. Also wenn Rhythmus, Gitarre und Lied können ruhig simpler sein, wenn dafür der Song einprägsamer und in der Hinsicht melodiöser ist, wenn man so sagen will. Mm. Finde ich meist ein besserer Song, wie er sweept alles. Ja. Gibt es übrigens, lustig, es gibt einen YouTube-Gitarristen, Sweep Man, und der sweept literally einen ganzen Song, aber so
Songs, die man kennt, also so Sweet Home Alabama, aber alles mit Sweeps. Oh, es ist schrecklich. Es ist wirklich nicht leibend. Es ist beeindruckend, aber es ist nicht cool zum Anhören. Ja. Frage für den Peter. Okay. Fotografia. Mhm. Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. Wie wichtig ist, eine gute Nachbearbeitung zu haben? Kann man ein Fotoshooting damit retten oder wird es sowieso shit, wenn die Basics shit sind? Also quasi kann man ein Foto durch ein Schwarz-Weiß-Grading retten? Ja, das schon. Man kann ein schlechtes Farbfoto, wenn man es auf Schwarz-Weiß stellt, also meistens, zum Teil noch retten. Meistens, wenn so Red Channels schon so Red schon Channel completely AWOL sind, dann kannst du so, okay, ich nehme lieber alle Farben weg. Also, Das ist ja, dann kommen das noch ist, vielleicht noch ein paar Details wieder zurück. Ja. Das ist aber mitunter auch die einzige Möglichkeit. Okay. Ich glaube, die Frage der Erbe ist nur gestellt, dass wir uns streiten. Jetzt. Nein, für mich ist es insofern so, ich bin nicht jemand, der jetzt, obwohl ich kann, blöd gesagt, aber ich bin nicht jemand, der sehr viel in Photoshop reinspringt bei einem Foto und dann anfängt, hier das ein bisschen ausbessern und da und so. Mhm. Nein, wenn es aus der Kamera nicht so toll ist, dann ist es oft, brauchst du so viel Zeit, um es nachzubearbeiten, dass es was Leibendes wird und dass es den Effort nicht wert ist. Voll zach. Ja, es ist wie mit dem Recorden, shit in, shit out. Ja, ich denke mir auch oft, dein Mischpult ist kein Klärbecken. ich denke mir auch oft, wenn ich es jetzt analog fotografiert hätte, wären meine Bearbeitungsmöglichkeiten viel, viel, viel geringer. Im Moment, in heutiger Zeit, du kannst es ja trotzdem einscannen und digital nachbearbeiten, rein theoretisch. Natürlich. Das sind halt Arbeitsschritte mehr. Ich will nur damit sagen, wenn es auf also im Vorhinein schon so ist, dass ich es retten muss, dann. Zach. Ja. Voll. Aber auf jeden Fall für mich definitiv Farbe. Ich finde Schwarz-Weiß definitiv besser. Aber ja, man kann was retten. Das stimmt schon. Der Benji von The New Chapter. Wie soll man als Band in der jetzigen Zeit auf sich aufmerksam machen und diese Aufmerksamkeit erhalten? Haben wir eigentlich schon gehabt, oder? Teil so viel wie geht an Stuff, was man hat. Ob es jetzt ein Playthrough ist, ob es jetzt ein Bandfoto ist oder ein, hey, wir haben letztens das rausgebracht, welcher Song von unserer letzten EP taugt euch am meisten oder was wovon wollt ihr mehr hören? Versuch einfach zu interagieren mit Fans, denke ich. Ja. Q&As. Q&As, das interessiert manche Leute schon, gerade die Superfans. Das und vor allem kommuniziere, also ich finde das super interessant, kommuniziere vielleicht, warum deine aktuellen Sachen so klingen, wie sie klingen. Seziere es ein bisschen, ja, eben wie das mit den Playthroughs. Ja. Hm. Spiel es vor und dann teile deine Creative Choices mit. Ja, und vor allem, insofern limitiere dich nicht auf ein Ding oder eine Plattform. Ja. Vor allem ein bisschen was. Mach nicht nur Playthroughs, mach auch Q&A-Sachen, erzähl, was dein Gear ist, schreib eine kurze Story, so wie das letzte Recording war. Irgendwas teilen halt. Voll. Das ist am einfachsten, da geht eigentlich nur ein bisschen Zeit drauf. Ja. Aber ist sicherlich interessant für viele Leute. Definitiv. Und du bleibst im Gespräch. Ja. Der Waldo von Dark fragt uns, how are you doing? Pretty good. Es geht. Voll. Danke. Danke. Voll. Eigentlich, Leiman, ich freue mich, dass ich da sein kann, dass wir mal wieder eine Episode drehen. Eine der wenigen sozialen Kontakte in den letzten so zweieinhalb, drei Monaten. Oder was? Zwei Monate. Zwei Monate. Ja. So. Der Robin von Arclight, die sind da um die Ecke bei uns, fragt, glaubt ihr, dass der Szene-Support höher wird,
wenn Konzerte wieder möglich sind. Zumindest im Internet ist der Support für Produkte und Künstler aus dem eigenen Land ja zumindest scheinbar gestiegen. Ich glaube eben kurzfristig ja. Wie es dann wird, wenn die... Endlich-Wieder-Mentalität. Ja, die Endlich-Wieder-Mentalität. Dann ist es natürlich schwierig, um das aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass einige Bands das schaffen, um dieses höhere Interesse dann auch weiterhin zu bekommen. Sorry, so lache ich für die nächste Frage. Die Frage ist halt, wie es wird, wenn internationale Bands wieder kommen. Ja. Ich weiß nicht, glaubst du das? Ich hoffe, es fusioniert sich ein bisschen mehr. Sprich, dass so Local Supports oder so. Ach so, bei größeren internationalen. Ich fände es auch einmal cooler, aber das wird vermutlich nicht passieren. Aber ich fände es auch cooler, wenn man vielleicht irgendwie, auch wenn ein internationaler Act daherkommt, dass man so nationale und internationale Bands im Line-Up mischt. Somehow fände ich es interessant. Ich auch, aber spielen... Nein, wir nicht spielen. Touring Companies damit. I don't know. Vermutlich nicht. Fabio Nocieri hat uns eine Frage geschickt, der im Übrigen ein Solo-Projekt namens Fan oder Fan gestartet hat. Kommt demnächst online. Sollte es in Stockerau ein Festival geben, das Rock den Stock heißt? Ja, why not? Nein, mit dem Namen definitiv. Definitiv. Du musst es auch so sagen, weil Rock den Stock klingt aber gleich. Also alle die Nazi-Bands spielen. Ja, aber, ich hätte fast einmal einen Job in Stockerau gehabt. Okay. Bei Rock den Stock? Nein, nicht bei Rock den Stock. Das wär's. Aber ja, bitte, wenn du das veranstalten könntest, Colorado Ship kann man buchen dafür. Der Herr Dave B., mein Nachbar von DB Photography, seines Zeichens auch ein titanischer Szenefotograf. Ja? Unfassbar gut und er macht unfassbar riesige Sachen auch. Ja. Glaubt ihr, werden sich Hobbymusiker, Medienleute nach der Krise besser verkaufen können, da ja andere kleine Unternehmen mehr oder weniger schließen müssen und dadurch Platz wird für neue Pros? Quasi ein Ansporn für Leute, die bis jetzt gezögert haben. Dass es mehr oder weniger durch die aktuelle Situation zu einer Ausdünnung kommt von Leuten, die vielleicht schon etabliert sind oder eher im Geschäft. Ja, das ist irgendwie eine, das hört sich vielleicht hart an, aber ich denke, ich habe mir das am Anfang der Krise, wie die ersten Zahlen rausgekommen sind, zu wie viele Firmen Insolvenz anmelden, habe ich mir selber die Frage gestellt, das ist natürlich arg, aber wie viele dieser Firmen melden jetzt Insolvenz an, die so oder so das Ende des Jahres nicht geschafft hätten. Mhm. Das hört sich blöd an, aber ist einfach auch eine Realität. Ja. Ist eine schwierige Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eben Platz da ist, weil zum Beispiel ein kleines Recording-Studio es jetzt nicht überlebt hat. Dass jemand neu jetzt starten kann. Ja, jemand sich dann denkt, ich sehe da eine Lücke in einer Nische und ich probiere das jetzt mal. Die Frage ist halt, wie die finanzielle Lage sein wird, ob's leichter oder bessere Konditionen gibt für Kredite als Startup sozusagen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da Platz gibt. Ich stelle es mir eher so top-down vor, nicht so bottom-up. Dadurch, dass eher unten die Leute jetzt... Das ist natürlich auch wahr. Dass Betriebe jetzt mehr Platz haben und noch größer werden können. Das ist eben das Nächste. Wie viele Leute trauen sich und machen das? Und wie viele größere Leute haben die Mittel, einfach zu expandieren in ein Loch, was da ist? Vor allem nach der jetzigen Zeit. Fange ich erst jetzt nicht an. Ja, gerade jetzt nicht. Wenn man einen guten Businessplan hat, geht's. das ist richtig. Ich hab da unlängst mit ein paar Leuten so
gefragt, weil ich halt eben in der Arbeit auch mit Businessplanung ein wenig zu tun habe, wo Leute sich Meinungen eingeholt haben. Businessplan machen ist nicht einfach. Vor allem Leute überzeugen von deinem Businessplan ist nicht einfach. Ja, vor allem. Wenn jemand die Überzeugung selber hat, go for it. Insofern stimme ich dem Dave schon zu, es ist jetzt sicherlich mehr Platz da, um etwas Neues zu versuchen. Inwiefern die Konkurrenzposition dann da ist oder inwiefern man überlebensfähig wird mit seinem Unternehmen. In der jetzigen Situation mit, wie sich die Leute jetzt verhalten. Nein, also jetzt ist nicht unbedingt so schnell. Ja, also wer weiß, vielleicht nach auch dem so Sommer. In den nächsten paar Monaten. Ja. Aber interessante Frage. Voll. The Prep von Riverside Crow fragt uns, wie habt ihr die Isolationszeit im März und April erlebt und überstanden? Was ist euch insgesamt dabei besonders positiv aufgefallen? Was ist uns positiv aufgefallen? Traurig, dass man nicht auf Anhieb was haben. Ah, doch schon. Also ich warte darauf, dass du was sagst. Ja, nein, dann ich überlege noch, sag mal. Ja, das ist ein Fluch und Segen, dass all meine sozialen Obligationen von heute auf morgen weg waren, weil sie verboten waren und ich mich auf meine Verlobte und mich konzentrieren konnte, für unsere Wohnung hergerichtet haben und urviel Zeit dafür da war auf einmal, die wir sehr konstruktiv und sinnvoll nutzen konnten. Mhm. Und halt viel Zeit auch zum Nachdenken war. Und das hat mir gefallen. Und ich erlaube mir normalerweise nicht viele Pausen in meinem Alltag. Ja, Plan, ich stehe früh auf und ich mache viel Scheiß und immer busy. Ja, und vor allem auch, dass ich gestoppt wurde. Und so, hold up. Ja. Eben durch die Zeit, auch dadurch, dass ich mich ein bisschen selbst verletzt habe durch meinen Sport. Einmal sitzen und mal was ruhig angehen. Ja. Das war sehr positiv. Und dass so eben auf einmal dieses Agreement da war, also ja, wir werden uns jetzt vor lang nicht sehen und das Einzige, was ich erwarte, ist hin und wieder ein Anruf oder Videocall oder so irgendwas. Ja. Was schön ist, auch wenn wir jetzt isoliert waren voneinander, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dass viele Leute ein bisschen zusammengerückt sind. Genau, das war eine der Sachen, die ich eben sagen wollte, dass viele Leute sich irgendwie aufgerufen gefühlt haben, mehr und manchmal besser zu kommunizieren. Ja. Weil es irgendwie eine, ich will nicht unbedingt sagen geringer, aber einfach eine andere Barriere gab zum Kommunizieren. Es ist schneller mal einfach eine Nachricht geschrieben, weil man jetzt mehr Zeit hat, weil wegen weniger sozialen Obligationen. Man sitzt daheim und man denkt sich, ich mache jetzt einfach mal 5 Chatfenster auf und schreibe mal. Ja. Und dann ist mein Abendprogramm, statt dass ich mich mit Freunden treffe, einfach, dass ich halt 5, 6 Leute anschreibe. Ja. Oder eben in einem Gruppen-Video-Chat mich da reinhau. Das ist auf jeden Fall positiv und im erweiterten Sinne davon, was ich sehr viel gesehen habe, ist, dass viele Leute aus meinem wissenschaftlichen Umfeld wirklich versucht haben, aufzuklären, deutlicher zu kommunizieren. Mhm. Nicht unbedingt direkt auf Fake News oder so irgendwas einzugehen, weil das einfach ein Losing Battle ist. Diese Leute, die das alles glauben, die kann man nicht erreichen und überzeugen. Ganz im Gegenteil. Ja, es haben sich auch viele Leute, die nicht vom Fach sind, auf einmal wirklich Zeit genommen, dass sie zumindest Positivität verbreiten. Genau. Oder, keine Ahnung, Memes und Unterhaltung, die nicht mit Corona zu tun haben, sondern das ein einerseits, mehr aber, den Eskapismus. Ja. Um meinen Punkt fertig zu machen, ich hab sehr viele Wissenschaftler gesehen, die eben versucht haben, die wissenschaftliche Methode insofern zu erklären, wie man für sich
Nachrichten diesbezüglich auffassen kann, soll, verstehen und interpretieren soll, was es bedeutet, wenn ein Wissenschaftler oder Wissenschaftler oder ein Krankenhaus das und das sagt, was das heißt. Das fand ich sehr positiv. Ich bin sehr into Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalistik. Und das ist generell schon lang etwas, wo ich immer der Meinung bin, dass das nicht so gut funktioniert. Deswegen war ich sehr, sehr erfreut zu sehen, dass unterschiedliche Leute aus der Immunologie, die einen Doktortitel machen oder dort halt arbeiten oder im Spital arbeiten als Pflegehilfe oder als Pfleger oder als Arzt, wirklich diese Chance ergreifen und auch in ihrer Social-Media-Bubble versuchen mitzuteilen, wie und was Sache ist oder zu deuten, was in den Medien gesagt wird. Ja. Das ist sehr cool. Voll. Ich habe mir auch Mühe. Sehr viel Eigeninitiative, sei es zur Aufklärung oder zur Ablenkung. Richtig. Das ist notwendig. Ich muss ehrlich sagen, ich fand generell viele Berichterstattung gut. Also die letzte Zeit, das fand ich positiv. Und das ist auch natürlich etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Voll. Und dann zum Abschluss fragt uns der Prep noch, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 werden jetzt re-released. Und was ist sein Wortlaut? Was fühlt ihr dabei? Excitement. irgendwo, also für mich, ich kann definitiv zwei Computerspiele also herauspicken, wo ich sage, die haben mich musikalisch so geprägt. Ja. Das sind einerseits Tony Hawk's Pro Skater 2 und Dave Mirra BMX. Okay. Nicht so bekannt, aber hat einen sehr, sehr ähnlichen Soundtrack. Da gab es nämlich weitere Deftones-Songs. Ah, ja. Das waren Spiele, die ich sehr, sehr viel gespielt habe. Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 sehr viel gespielt. Ja. Bei 3 und dann Underground und 4 und so, dann ist es schon wieder bergab gegangen. Geht's nicht immer erstens bergab? Ja. Aber 1 und 2 waren sehr cool. Ich werde sie mir definitiv zulegen, alleine schon, weil ich Neversoft gibt es ja nicht mehr, den ehemaligen Hersteller. Okay. Die wurden schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal wieder neu verkauft und gekauft. Aber wie auch immer die Leute, die das am Leben halten, möchte ich finanziell supporten. Okay. Ich habe das, glaube ich, eh schon in einem anderen Podcast gesagt. Ich habe mit einem Freund ein ganz obskures Skate-Game gespielt, in der Zeit, wie es ausgeführt wird. Du kennst MTV Skater. MTV Skate, So irgendwas mit MTV und Skate halt, ne? Ja. Und da habe ich das erste Mal die Deftones gehört, ja. Und deswegen ist mir das halt sehr big geblieben. Außerdem war das Spiel teilweise so off the hook, weil es dann noch Skateparks in der Hölle gegeben hat. Oder im Weltall mit weniger Gravity oder so. Ja. Und die haben schon recht früh Build Your Own Skater und Build Your Own Skatepark gehabt. Vor allem, das gab es, glaube ich, erst Mods. In Tony Hawk's Pro Skater 3. Das gab es erst ein bisschen später. Ja. Ja. Möchte es aber nicht schmälern, bitte. Ja, weil definitiv die Steuerung bei Tony Hawk war nicht so janky. Okay. Ja. Und dann kam Skate und ich finde, Skate hat alles richtig gemacht. Ja, Fun Fact, in Metal Gear Solid 2 gibt es einen Hidden Tony Hawk Pro Skater Mode, wo du mit dem Solid Snake am Skateboard auf der Big Shell herumfahren kannst. Geil. Ja. Geil, als Solid Snake sogar. Ja. Great. Voll. Das sollten sie remastern. Da hättest du nichts dagegen. No. Gegen MGS. Ja, voll. So, das waren die Fragen für heute. Ich hoffe, die waren zu eurer Zufriedenheit. Nicht zu hart judgen, bitte. Sorry, dass wir so mit Bullshit reden. Und ja. We're back.
Ja, we were back. Jetzt schauen wir, wie wir weiter tun. Aber ja, gebt uns Input, wenn ihr vielleicht bei den Scene-Talkers sehen wollt. Oder ja, lokale Leute, nichts Internationales, die dürfen eh nicht herkommen. Ja, vor allem. Es ist nicht, dass wir sie nicht einladen würden. Ja, ja. Aber Schlag uns aber Paare vor vielleicht. Wir reden uns jetzt einfach darauf aus, dass wir die internationalen Gäste nicht einladen dürfen. Ja, genau, weil ansonsten hätten wir schon Lars Ulrich und Dave Mustaine. I don't know. Sorry, ja. See ya. Do a kickflip! Do a flip! Wenn das ja gar nicht mehr so gewohnt ist, wie du das. Was? 1:20